Die Breitseite schlägt zum Frühstück ein. Noch vor 9 Uhr morgens feuert der mächtigste Mann der Welt am Donnerstag zwei zornige Tweets ab. Nicht gegen Russland, nicht gegen Nordkorea, nicht gegen Syrien. Nein, gegen Mika Brzezinski und Joe Scarborough, die frisch verlobten Stars des News-Senders MSNBC, beziehungsweise Crazy Mika und Psycho Joe, wie Trump sie nennt. Auf Twitter postet er während der Sendung: Ich habe gehört, dass der Joe mit den miesen Quoten schlecht über mich redet. Das schaue ich mir nicht weiter an. Wie kommt's, dass die verrückte Mika mit dem niedrigen IQ mit dem Psycho Joe zusammenkommt? Minuten später keilt er nach. Im Januar habe Brzezinski die Tochter des im Mai verstorbenen Ex-Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski ihn bei einem Empfang hofiert, aber wegen eines Facelifts schwer geblutet. Die vulgäre Attacke erinnert an Trumps Bluttirade gegen eine andere TV-Lady, Megyn Kelly. Diesmal aber verurteilen selbst Parteifreunde den Ausfall als würdelos. Nur Trumps Vizesprecherin Sarah Huckabee Sanders verteidigt ihren Chef. Die Amerikaner haben einen Präsidenten gewählt, der stark, intelligent und ein Kämpfer ist. Ich denke nicht, dass es für irgendjemanden überraschend ist, dass er Feuer mit Feuer bekämpft. Auch die First Lady steht hinter Trumps Tweets. Ihre Initiative gegen Cyberbullying hat sie offenbar pausiert. Wir müssen einen besseren Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Wir müssen bessere Wege finden, um das Gute in unseren Kindern zu ehren und zu unterstützen. Vor allem in sozialen Netzwerken. Neu ist allerdings, dass der Sender Fox News ungewöhnlich kritische Worte gegen Trump richtet. Dieser gilt bisher eigentlich schon fast als Präsidentensender, da sie viel zu oft Ja und Amen sagen. Doch Nachrichtensprecher Bill Hemmer will wissen, ob dieser Angriff wirklich nötig gewesen sei. Auch Britt Hamm, langjähriger Analyst des Senders, nennt die Attacke nur absurd. Eigentlich sind sie große Konkurrenten im TV-Nachrichtengeschäft. Doch in diesem Fall von Mobbing und Beleidigung stehen selbst die Sender Seite an Seite. Trump habe mit dieser Attacke eine Grenze überschritten, heißt es auch von Seiten des CNN. Journalisten müssen in einer solchen Zeit zusammenhalten, unabhängig vom Arbeitgeber.